Herzlich willkommen zurück hier bei Drakal. Let's play it, My Little Pony. Um das geht's hier in diesem Spiel. Jetzt muss ich irgendwie an Donkey Kong denken, an Donkey Kong 64. Gibt's da nicht irgendwo so ein Arcade, wo man irgendwas dann spielen kann? Keine Ahnung, warum ich jetzt daran denken muss. Aber wir sind jetzt hier in Team Krallversteck und ja, der möchte gegen uns kämpfen. Der letzte Kampf hier. Yes. Drakal-Boss. Drakal-Boss. Oh. Und jetzt muss ich dauernd an Dingsbums denken. Wie heißt denn? Donkey Kong 64. Weil, das müsst ihr wissen sogar. Das teste ich euch auch ab. In 10 Jahren erstelle ich einen Yellow Seekers-Test. Und wenn ihr da meine Zuschauer oder generell, wenn nur einer irgendwie mal auf mein Video geklickt hat, auf YouTube oder so, den kann ich verfolgen. Ja, verfolgen, das klingt jetzt so doof. Aber den kann ich folgen. Ich weiß, wer das war, wo der steckt. Und dann schicke ich allen meinen Test und ja, wenn ihr diesen nicht besteht und ihr müsst 99% sicher richtig beantwortet haben, dann, ja, dann passieren Sachen. wie komme ich jetzt auf das? Das müsst ihr wissen. Achso, ja, es ging um Pokémon 64, um Donkey Kong 64, weil ja nach diesem Stream-Projekt, nach Pokémon XD, ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt nach Pokémon XD, nach dem Livestream, oder ob ich da noch ein bisschen Zeit mir lasse, wo ich ja die Stream-Aufnahmen bearbeite und dann in Let's Play-Parts unterteile und so. Das weiß ich eben noch nicht so recht. Aber auf jeden Fall wird danach die Donkey Kong-Trilogie geben. Und da bin ich schon extrem gespannt drauf. Sehr, sehr gespannt sogar. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und dann das i-Tüpfelchen ganz am Ende vom Projekt und von dieser Trilogie. Oh, da freue ich mich schon so gewaltig drauf. Es fängt ja an mit der Donkey Kong Country Returns und dann Tropical Freeze. Und dann folgt der Donkey Kong 64 für die Virtual Console. Und da freue ich mich schon so extrem drauf, weil Donkey Kong 64, das ist einer der wenigen Titel, wo Mini-Fliege, du. Dass ich ja früher gezockt habe als Kind. Das ist so ein klassisches Nostalgie-Blind bei mir. Weil das habe ich früher gezockt. Als Kind. Habe ich sehr gerne gezockt. Weil wenn ich jetzt nur mal an Donkey Kong 64 denke oder an Bilder von Donkey Kong 64 versuche mich zu erinnern, da wird es mir schon ein bisschen warm ums Herz. Da freue ich mich schon extrem drauf. Allerdings habe ich von diesem Spiel, habe ich von diesem Spiel eigentlich ein einziges Let's Play gesehen. Ich glaube, als ich dann wieder zurückgefunden habe zu Nintendo, das war ungefähr 2012, wo ich dann auch Nintendo Let's Plays nachgeholt habe. Besonders bei Domtendo war das da damals. Hat ja angefangen mit Mario Sunshine und dann mit Paper Mario 2. Habe ich ja dann gesuchtet, seine Let's Plays. Und ich glaube, dann anschließend habe ich irgendwann mal Donkey Kong 64. Ich weiß, ich glaube bei Markus, bei, wie heißt du jetzt? Habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr abonniert, aber wie heißt du? LPM, so heißt er. Markus, ne? Let's Play Markus, so heißt er. Habe ich, glaube ich, die erste oder eineinhalb Welten, glaube ich, mir angeguckt als Let's Player und da habe ich dann schon das Bedürfnis gehabt, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr angucken, weil ich das später dann selber erfahren möchte, also in Form von Spielen. Und ja, das habe ich jetzt mir so lange aufbehalten, diese Option. Und jetzt ist es gleich einmal, ja, eigentlich schon, jetzt ist es bald mal soweit, dass ich dieses Spiel endlich mal zocken kann. Und da freue ich mich schon drauf, auf die Musik, generell wie das Ganze wird. Und Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze, das sind auch Teile, na, das war ziemlich doof, das waren Teile, die ich selber noch nie gezockt habe. Oder die Country
Serie. Das Einzige, was ich von Donkey Kong kenne und selber gespielt habe, war Donkey Kong 64. Oder war noch irgendwas? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind das meine Erfahrungen, was Donkey Kong betrifft. Also wird das absolutes Neuland sein, dann na, die Country-Reihe, sagen wir jetzt mal. Ich habe zwar aber schon das ein oder andere Mal aus der ersten Donkey Kong Country Trilogie schon mal was gesehen. Also so absolut blind ist es dann nicht. Aber es ist jetzt nicht wirklich sehr viel. Und wie schon gesagt, Donkey Kong 64. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch im nächsten Projekt bei der Donkey Kong Trilogie auch nochmal erzählen. Aber egal. Ich bin schon irgendwie so ein Dussel. Aber egal, egal, egal. Und weil eben das Let's Play, wo ich das von Let's Play Markus gesehen habe, weil das schon so lange her ist irgendwie. Es kann auch 2013 oder so sein. Da habe ich jetzt auch kaum mehr Erinnerungen an das Let's Play. Ah, ich freue mich schon drauf. So. Drakal besiegt. Nein! Tja, da legst du hin. Was hast denn du geschrieben? Nee. Bin schon länger auf YouTube. Wir haben uns schon. Was? Wir haben schon all gesehen? Was? Nee, bin schon länger da auf YouTube. Wir haben uns auch schon all gesehen. Was ist all? All? Das musst du mir erklären. Was bedeutet all? Wir haben uns schon all gesehen. All. Oder AI. A und großes I. Altes Innenohr. Was? das musst du mir doch nie erklären. Drakal. Wenn wir dein Können und die Krallmaschine hätten, dann wären Team Kryptoetsche Geschichte. Aber bitte, versprochen ist versprochen. Ich gebe dir deine Krallmaschine zurück. Was? Bist du sicher, Drakal? Nach all den Mühen, an sie heranzukommen, wollten wir damit nicht Team Krypto einen auswischen? Dieser Junge kämpft doch auch gegen Team Krypto, oder nicht? Wir haben also dasselbe Ziel. Und gut, dass du deinen Plan jetzt einfach so mir ins Gesicht sagst. Was, wenn ich mir jetzt so, ja, fuck it. Ich zieh mich zurück. Ja, mein Junge, nimm sie. Du kannst deine Krallmaschine wieder haben. Oh mein Gott, yes. Boah, haben wir eine spitze Nase. Sind wir Pinocchio oder was? Das Ding hätte sowieso nie an meinen Arm gepasst. Ach ja, ich gebe dir das hier am besten auch gleich mit, damit du siehst, wie großzügig ich sein kann. Was für ein Schlüssel ist das? Ich möchte dir etwas schenken. Da ist eine Box in einem Raum im Erdgeschoss. Dies ist der Schlüssel dafür. Also dann, mein Kleiner, los! Die geheime Kryptofabrik liegt im Norden. Du machst uns allen eine große Freude, wenn du Team Krypto platt machst. Denn dann wird Team Krall wieder die Herrschaft übernehmen. Warum sagst du mir das so ins Gesicht? Was soll das? Warum unternimmt wieder keiner was? Wo die Queen ist, ist mir schnurzegal. Wo war ich denn? Irgendwas wollte ich noch anmerken. Ich glaube, weil die Truhe irgendwie so random ist. Was kann da jetzt nur drin sein? Naja. Was schreibst du jetzt schon wieder? Mal gesehen, meinte ich. Also im Real Life. Im Real Life? Zuschauer, die mich im Real Life gesehen haben. Das einzige war Japanfest. Da war aber Sir Redhawk, Kapunga, allerhöchstens Yannicks Bruder? Plot Twist, du bist Yannicks Bruder. Aber sonst kann ich mir keinen vorstellen. Ne, Yannick und Yannick sein Bruder waren da. Oh, da bist du so ein creepy Stalker. Oder du warst einfach zu schüchtern beim Japanfest. Wir haben uns im Real Life schon mal gesehen. Also heißt das, dass ich dich gesehen habe? Was schreibst du hier so?
So, wie sagt man, so. So. Geheimnisvoll. Ach, oh, geheimnisvoll, was ist das für ein Wort? Warum schreibst du das so? Also. Oh, was schreibst du so geheimnisvoll? Das gibt's doch nicht. Aber das hätte man irgendwie auch denken können. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber Yannick war da. Also könnte es sein, theoretisch so sein. Okay. So. TM30, okay. Schauen wir mal die TMs an. Okay. Warum musst du das so ein großes Geheimnis drum machen? Eisstrahl. Psychokinese haben wir auch schon. Alter, Flammenwurf. Hä? Wir haben Flammenwurf. Mond, der in dein Ghetto kracht, was? Nee, Luna kann das auch nicht. Nachtare wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe ja eigentlich nicht mehr vor, ziemlich viel neue Pokémon ins Team zu nehmen. Also werde ich es jetzt natürlich dir beibringen. Obwohl du wahrscheinlich irgendwann einmal, ich kann mir vorstellen, ziemlich bald, Flammenwurf und selber erlernst. Aber wie schon gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich vor, noch ein Pokémon ins Team zu nehmen. Also, bevor wir uns hier mit Glut weiter rumkämpfen, kriegst du jetzt einfach einen Flammenwurf. Und Spukball, das könnte nützlich sein. Ja, okay. Ursaring kann das nicht einsetzen. Luna, ist das klug? Nee. Nee, weil Spukball ist ja physisch hier. Und Psychokinese, seit wann haben wir so krasse TMs? Kann keiner und Eisstrahl sollte auch physisch sein, oder? Ist egal. Auf jeden Fall kann das wieder Luna einsetzen. Und diese Luna. Zwei Lunen. Na, egal. Egal, mal schauen. Aber gegen Lugia könnte so ein Eisstrahl doch helfen. Mal schauen. Einfach mal schauen, wie sich alles ergibt. So, wo muss ich hin? Dort hin, oder? Zur Kryptofestung. Allerdings möchte ich zuerst heilen gehen. Obwohl, habe ich schon... Ich glaube, ich habe geheilt. Upsi-dupsi. Och Mann. Süderle, dann gehen wir zur Kryptofestung. Festung. Sind auch ziemlich hochnäsig. Wir haben eine Festung, wir sind toll. Hololololol. Hör auf herumzuschnüffeln, du nervst. Und glaub bloß nicht, du wärst der Größte, nur weil du mich einmal besiegt hast. Das war sowieso nur Zufall. Und was gibst du so an mit dieser komischen Maschine an deinem Arm? Du bettelst ja gerade darum, einen ausgewischt zu bekommen. Und ich mach jederzeit und gerne Kleinholz aus dir. Naja, warum heißt das Kleinholz? Man sagt ja auch immer gerne zweideutig, dein Holz ist ja, du weißt ja schon was, bei den Männchen. Weibchen haben ein Holz ja dort unten nicht. Und wenn man dann sagt, zu Kleinholz verarbeiten, heißt das, du willst mir da unten was wegschneiden. Oder, obwohl, man kann auch sagen, weil er von der Größe meines Holzes, Moment, Eisstrahl, gut. Weil er sich da, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, egal. weil er, wie sagt man, warum muss ich jetzt an die Wüste von Zelda, Sky, wie heißt das Spiel? Skyland War, nein, Sword, Sky Sword. Nein, wie heißt das Spiel? Das auf der Wii von Zelda. Sky irgendwas und Sword. Sky Sword. Skyland Sword. Nein, wie heißt denn das Spiel? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall muss ich jetzt an die Wüste da denken. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall fühlt er sich irgendwie... keine Ahnung. Bedroht. Oder so.
von der Größe deines Holzes. So. Manchmal brauche ich wirklich Ewigkeiten, um mal etwas ansprechen zu können. Naja, auf jeden Fall fühlt er sich bedroht von der Größe. Obwohl wir eigentlich noch ein kleines Kind sind, wir nicht, aber ein Kind sind. Ein Jugendlicher, sagen wir jetzt mal, da kann das noch nicht so groß sein. Also heißt das, du hast wirklich einen Mikropenis, wenn du dich da bedroht fühlst. Und dann willst du das einfach nur mir so einen Tritt in die Eier geben, damit, ne, das so nach innen geht, damit mein Penis kleiner ist. Deswegen Kleinholz. Ja, Skyward Sword. Oh. Das ich übrigens gar nicht schlecht finde, auch wenn ich den Namen jetzt nicht aussprechen konnte. Ich nicht wirklich wusste, wie der Name war. Was? Erholung? Sollte ich Erholung einsetzen? Oder... Ich weiß ja gar nicht. Erholung? Nee. Ich kann eh heilen. Aber ich habe jetzt schon die letzten Jahre ein paar Speedruns von dem Spiel gesehen und ich finde eigentlich generell die Atmosphäre von dem Spiel ziemlich geil und generell das Spiel. Also rein von den Speedruns her finde ich das Spiel doch ziemlich gut. Nachhinein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen verbuggt ist oder sowas, aber generell das Spiel finde ich auch schön, schaut schön aus, die ganzen Dungeons und so finde ich auch ziemlich nice, also ich habe nichts gegen das Spiel, es gibt ja einige Leute, die das Spiel eigentlich haten, obwohl ich weiß nicht warum wirklich, also ich finde es doch ein recht solides und gutes Spiel. Rein vom Sehen. Ich muss es selber nochmal zocken. Nochmal, ich habe es noch nie gezockt, aber ich muss es mal zocken. Generell Zelda, muss ich immer anfangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der größte Zelda-Zocker-Gamer bin, den es gibt da draußen, aber ja, das ist eigentlich generell so. Zelda habe ich auch als Kind gezockt, ne? Und Moment, ich wechsle jetzt einfach mal aus. Irgendwie sollte ich mal wieder unseren Nachtacher ins Team nehmen, oder? Das arme Nachtacher. Das fühlt sich so alleine. Naja, dafür ist es dann später, umso länger dann drinnen. So. Ja. Ja, Zelda. Habe ich bis jetzt nie so zocken können, so ernsthaft. Was schwatteln die daher? Das einzige war Zelda Between Worlds, ne, für 3DS. Hey, das ist kein Ort für ein Kind wie dich. Nein, 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 hier darfst du nicht rein, troll dich. I don't care about you, lass mich rein. Moment. Was? Ich hab gedacht, die reden jetzt wieder das neue. Das ist ein Wort, wo du... Was? Warte mal, diese seltsame Maschine auf dem Arm. Siehst aus wie dieser Junge, den sie im Fernsehen zeigten, oder doch nicht? Sag mal, warst du schon im Fernsehen? Ja, ich war auch schon im Real Life im Fernsehen. Ja. Ja, es war eigentlich nur beim Fußballtraining, als ich noch ein kleines Kind war. Das Ortsfernsehen, so gesehen, der TV-Sender, hat uns mal interviewt. Mich auch. Ja. Na was? Du bist dieser kleine. Ja. Halt, stehen bleiben! Was? Okay. Der Junge ist was Besonderes, gegen den habt ihr keine Chance. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, dann lasst ihn durch. Was? Das ist, dass ich nicht laut kichere. Herr Kleiner, das übernehmen wir. Jetzt einen Aufstand zu proben. Würde nur den Rest der Bande alarmieren. Die Entfernung, da hat's ausgesehen wie ein O, das I. Das würde den Rost. Hey, Brutus! Yep. Was soll das? Ihr Leute von dem Krall, was habt ihr vor? Du, Flor, verteile deinen Schlaf, Bruder! Und jetzt schaut es wieder so. Ja, gut. Können wir sie auch da reinwerfen, dann ertrinken sie. Egal. Sehr gut, Brutus.
Immer gern zu diensten. Das ist deine Chance, beeil dich. Kann ich mir dein Duflor ausleihen? Würde mir doch ziemlich helfen. Jetzt einfach Trainer, auf die ich einfach keinen Bock habe. Einfach einschläfern oder sowas. Das wäre ziemlich geil. So, jetzt gehen wir in die Nase des Schweines hinein. Ja, aber Zelda möchte ich auf jeden Fall mal anzocken. Und das ist eben so ein Titel, den ich eigentlich in meiner Zeit, wo ich jetzt in Nintendo wiederentdeckt habe, den ich ja nie so zocken konnte. Und da freue ich mich auch schon drauf. So, du da. Puh, wir sind bald fertig mit dem Krypto-Pokémon-Produktverlauf, irgendwie so. Das ist das letzte Pokémon, das wir aus der Libra haben. Mann, bin ich K.O. Die armen Pokémon. Da muss ich etwas unternehmen. Hey, Truhe. Item! Ich beklaue euch jetzt. Was hat das Duflor genommen? Wie sieht aus? Ach so, das Duflor. Ja, keine Ahnung, was es genommen hat. Hat wahrscheinlich... Naja, es war nicht auf Drogen, aber es hat wahrscheinlich so große Augen gemacht, weil es mich nackt gesehen hat. So unter der Dusche. Und dann kriegt es immer wieder so Flashbacks und dann setzt es einfach aus dem Reflex aus einem Schlafbude ein. Das ist wahrscheinlich der Fall hier. Was? Du weißt nicht, was das für ein Ort ist? Dies ist mein Ort, die Fabrik, genau. In der Krypto-Pokémon produziert werden. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Weißt du, was auch ziemlich beeindruckend ist? Wenn jetzt mein Fuß zwischen deinen Beinen landet, mit einer Wucht. Ne? Wie Roberto Carlos, seine Freistöße. Einfach so mit einem Schwung einfach in deine Klöten rein. Das wäre ziemlich interessant. Oh Gott, nicht du. Eindringling entdeckt. Aber es ist nur ein Kind. Soll ich dir auch in die Eier treten? Obwohl, du bist eine Frau. Soll ich dir... Was ich mich frage bei Frauen, tut das auch so weh wie bei Männern? Oder ist es bei Männern Ärger, wenn man da zwischen die Beine tritt? Das sind Fragen, die sich ein Sebi stellt. Hey Sebi, du wirst ja Grundschullehrer. Teste das mit deinen Kindern. Du bist so ein Genius. Keine Ahnung, wie ich auf diese Idee kam. Lassen wir es. auf jeden Fall, über was können wir reden? Der Part ist gleich vorbei. Wollen wir einen Countdown machen, so wie beim Silvester? Obwohl es eigentlich hier nichts Spezielles gerade hat. Oder wisst ihr, weil ich jetzt gerade hier das so in den Händen halte und das in meiner Webcam sehe. Wisst ihr, was mich jetzt auch ziemlich reizen würde? So ein Unboxing von Pokémon-Karten. Da habe ich jetzt schon, besonders von The King Nappy, schon einige Videos gesehen. Und ich kann mir das so lustig vorstellen. Also wirklich einen großen Spaß würde ich da selber sicher haben, wenn ich sowas machen würde. Aber das Problem ist halt, brauchst Money für Pokémon-Karten. Also so schnell kann ich das wohl nicht umsetzen. Allerdings, was ich jetzt mache, ist, dass ich einfach mal die Serie, die The King Nappy jetzt hat mit seinem Unboxing, mit den Karten und so, mit den Pokémon-Karten, dass ich das jetzt mal abbreche, weil irgendwann kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich das selber mal machen möchte. Und wer weiß, wenn ich dann wirklich das Glück bekomme, dass meine Let's Play-Karriere oder meine Streamer-Karriere irgendwie so in die Höhe schießt mal und doch gutes Kleingeld hier mit diesem Hobby ich verdienen kann, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich auch mal so eine Serie mache, wo ich so ein Unboxing mache. Nicht einfach, weil das scheint ja jetzt gerade auch irgendwie in zu werden, wieder so Unboxing und sowas. Das ist nicht der Grund. Der einzige Grund ist, dass ich Pokémon-Karten liebe, besonders die ganzen Artworks. Ich liebe es. Und da habe ich allein vom Zusehen so viel Bock bekommen, jetzt selber wieder Pokémon-Karten zu sammeln und sowas. Einfach nur wegen den ganzen Artworks und... das ist generell alles ziemlich, ziemlich nice, würde ich sagen. Und da hätte ich wirklich extrem Bock drauf. Und weil ich mich ja nicht allzu sehr spoilern möchte mit den ganzen Artworks von den neuesten und auch älteren Pokémon-Seasons oder wie man das auch nennt,
höre ich jetzt einfach mal auf, seine Videos zu gucken. Und ja, dann schauen wir mal, was in Zukunft uns so erwartet. Ich kann mir das wirklich als ein ziemlich schönes Projekt vorstellen, dass ich einfach so, ja, themenbasierend oder einfach nur wild hin und her, einfach so ein Unboxing immer mache mit euch. Und dann schauen wir uns gemeinsam die genialen Artworks an. Weil ich spiele ja zum Beispiel kein TCG, oder? Trading Card Game, so heißt das, ne? Gibt's ja auch so Weltmeisterschaften und alles drum und dran. Das schaue ich mir ja auch nicht an. Und dementsprechend habe ich noch lange nicht alle Artworks, Pokémon Artworks gesehen von den Pokémon Karten. Besonders von den älteren. Sets, glaube ich, heißt das. Ein Paras wäre interessant, ne? Sehr, sehr interessant. Obwohl, ich glaube, ist Pflanze in der dritten Gen nicht speziell? Es wird... Nee, Paras nicht. Weil, ja, Pflanzen-Pokémon und Paras, beziehungsweise Parasect, hat glaube ich, eher einen physischen Angriff und nicht einen speziellen. Da, ja. Aber ich bin zufrieden mit meinem Team. Auf jeden Fall würde ich mich da wirklich sehr, sehr drauf freuen. Dieses Vulcano schaut sowas von bescheuert aus. Aber man kann es einfach nicht. Vulcano. Ich habe ja ein Feuer-Pokémon schon. Nee. Irgendwie jetzt so spät möchte ich jetzt kein neues Teammitglied mehr einfangen. Aber Vulcano würde ich wirklich in Erwägung ziehen. Weil ich liebe Vulcano. Und Arcani. Ja, ja, ja. Süderle. Luna und Luna. Und Kryptowelle. Bäh. Ja, irgendwie das Design hier vom Pokémon von Vulcano gefällt mir dann nicht wirklich so. Es schaut nicht aus wie so ein niedliches Hündchen. Das missfällt mir hier. Es schaut irgendwie bekloppt aus. Naja. So, dann würde ich sagen, der Part ist wieder vorbei, ne? Schade. Was hat denn der Zeit? Ich würde noch ein, zwei Parts hier aufnehmen. Am heutigen Tag. Ich tendiere eher auf ein Part, weil morgen geht's ja eh weiter wieder. Ja. Vulcano ist geflüchtet. Warum flüchtet ihr denn? Ja, die Queen ist mir sowas von schnurzegal. Was ich allerdings noch testen möchte hier in diesem Part ist, wird das resettet? Dankeschön. Weil das ist wirklich das Allernervigste, was die da eingebaut haben im Kolosseum, im Aftergame. Dass, wenn man einmal verlässt, dass man nochmal gegen die Heinis hier antreten muss. Das ist sowas von, warum? Das ist Zeitverschwendung pur. Naja, allerdings, Leute, war es das mit diesem Part. Wir werden uns demnächst wiedersehen. Kameraschnitt, was soll das? Keine Ahnung. So ist eine Kamera. Das wird die Zukunftskamera mit dieser Linse sein. Das ist dann so ein... egal. Leute, das war's. Mach's gut und tschüss.